Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu Planet War 2. Ja, an alle die Leute, die noch mitmachen möchten bei Planet War 2, die Anmeldung geht nur noch 2 Tage lang. Das heißt, ab Donnerstag ist Schluss, dem 18.10. müsste das sein. Beziehungsweise mit inklusive Donnerstag kann man sich noch anmelden. Und danach ist aber fertig, da wir jetzt noch einige Einstellungen hier vornehmen müssen in der Map, weil die ist ja soweit fertig gebaut. Und damit das alles funktioniert, muss ich halt jetzt wissen, wie viele Teams insgesamt mitmachen. Und so ganz kurzfristig dann nochmal ein Team hinzufügen und sowas ist ein bisschen kritisch. Da wir auch eine kleine Testrunde machen werden und sowas, ob es auch alles funktioniert. Und nicht, dass dann halt da Probleme auftreten, deswegen. Aus dem Grund nur noch bis Donnerstag und dann war es das mit der Anmeldung dafür. Und ja, wir sehen übrigens gerade vor uns den Marktplaneten, der ist also zu 90% fertig. Da fehlen jetzt nur noch hier oben die NPCs, die dann die Sachen verkaufen. Und ja, an alle die jetzt mitmachen wollen und nicht nur wissen, was ist eigentlich Planet War 2. Ich werde in der Beschreibung nochmal ein Infovideo verlinken, wo ich es genauer erklärt habe. Nur hier ganz grob, es gibt mehrere Teams, derzeit sind wir 4 Teams, die sich gegenseitig bekriegen, jeder hat einen eigenen Planet. Und um ein Team rauszuschmeißen, muss man deren Respawn quasi oder die Respawn-Möglichkeit zerstören. Das macht man mit einem sogenannten Teamkiller. Und wenn man den bei denen dann einwirft, dürfen die Leute nicht mehr respawnen und sind dann beim nächsten Mal sterben draußen. Beziehungsweise muss dieser Teamkiller insgesamt 3-mal eingeworfen werden, damit das Team komplett rausfliegt. Dazu gibt es noch andere Planeten, wie zum Beispiel den Marktplanet und noch einen Planet, wo man ja einmal die Währung, nämlich Emeralds, herbekommt, um die Sachen zu kaufen. Denn es gibt nämlich keine Erzressourcen, die man abbauen kann, sondern nur einen großen Emerald-Planeten. Und ein, ja, vielleicht kann ich dazu nicht wirklich sagen, eine Möglichkeit, den Teamkiller zu bekommen, sag ich mal so, in Form einer etwas größeren Ebene, wo man sich durchfighten muss, um daran zu kommen. Und ja, das ist ganz grob, man kämpft da gegeneinander, macht die Teams gegenseitig platt. Im ersten Teil hat der Planet noch eigene Graffiti, man konnte einmal drum rumlaufen, das geht jetzt in Planet War 2, beziehungsweise Planet War Staffel 2 nicht mehr. Da die Mod, veraltet ist. Die gibt es schon für die neuen Versionen. Und, ja, das ist es ganz groben, aber für genaueres schaut in das andere Infovideo mal rein. Und, ja, wir können da kurz mal runtergehen, welche noch weiter laber. Ich bin nämlich 2 Ebenen. Und, ja. Ansonsten wird jetzt die Tage nochmal ein weiteres Infovideo rauskommen, wahrscheinlich gegen Wochenende. Wo dann ja einmal die Modliste erscheinen wird, quasi, was für Mods drin sind und noch einige andere Infos. Ja, genau. Viel mehr gibt es eigentlich gerade gar nicht zu sagen. Ich mache hier kurz das HUD wieder an. Da sieht man auch schon mal hier ein bisschen Zeugs. Also ich kann ja kurz mal zeigen, wie so ein Shop-Typ hier aussieht. Zum Beispiel fehlt hier einer. Ja, ich sag dir, es ist noch nicht ganz fertig. Warum fehlt da einer? Wer hat den gekillt? Nein, killen kann man die nicht. Und ja. Wir können einfach mal hier bei SMGs reinschauen. Das sieht das später so aus. Man geht hier ran und bekommt dann hier eine Liste. Und kann damit Emeralds Sachen kaufen. Die ganzen Werte sind noch nicht final. Es wird sich in der Testrunde ergeben, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Und ja. Ich will mal kurz mal herausfinden, Leute. Das kann man gemeinsam machen. Was fehlt hier? Was fehlt hier? Die Schossen, oder? Ja, die Shotguns fehlen. Wo sind meine Shotguns hin? Wer hat die geklaut? Naja, das sage ich euch im nächsten Infovideo, wo sie hin sind oder ob sie einfach weggepackt sind, was sehr, sehr komisch wäre. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen und tschüss und bis zum Infovideo dann am Wochenende wahrscheinlich zu Planet War. Ciao. Achso, und Moment. falls ihr gerade euch wundert, warum es gerade niemand hier bei mir ruckelt, ich rendere im Hintergrund gerade noch ein Video. Deswegen weiß ich, ob die Aufnahme so ganz flüssig ist. Und jetzt aber, tschüss!